Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Final Fantasy X. Letztes Mal hat leider die Elgato ein bisschen rumgesponnen. Ich hoffe, das tut sie diesmal nicht. Baka hat uns in einem letzten Part erklärt, dass Tidus für die schnellen Monster zuständig ist, er für die fliegenden. Und jetzt lernen wir eine neue Gegnerart kennen. Ich würde es gerne selber vorlesen. Only magic can beat that thing. If you can't beat them down, you gotta use magic of an element they don't like. Magic? Element? Let's have our black mage show you what I mean. Lu, you're up. Clueless, aren't you? Good thing I'm here. Und da kommt die heißeste Frau in ganz Final Fantasy X, wie ich finde, nebenher von Riku. Die Elemente, die Eigenschaft Zaubern und Monstern, bezeichnet man als Elemente. Auf dieser Welt existieren vier Elemente: Hitze, Kälte, Strom und Nässe. Wobei die ersten und die letzteren beiden jeweils entgegenwirken. Spells of ice work well against fire fiends. And ice fiends are weak against fire magic. You follow? I get fire and ice, but what about lightning and water? Lightning and water are opposed, just like fire and ice. This one here is a water fiend, which means... Natürlich, wir wissen, was wir zu tun haben. Wir müssen Blitz wirken, also Strom. Und schon haben wir eine Kämpferin mehr an unserer Seite. Take your time. Let's get going, man. We're gonna wait. Huh? Are you ready? What's going on? It's an ancient custom. People leaving the island pray here for a safe trip. Chapu didn't pray that day. Said he'd miss his boat. Wir beten mal. Besser ist. That should do it. This isn't the way to the pier. Oh, wir sind aber. Irgendwo soll auch so ein Supermonster sein, das ich irgendwie nur mit Tidus besiegen kann. Aber, also, weil... Genau. Augenblick, ich will mal ganz kurz einmal abspeichern. Weil, ich gucke jetzt auch immer so ein ganz kleines bisschen, was man kriegen könnte. Weil wir können nämlich gleich was Tolles kriegen, eventuell. Aber letztendlich ist es eigentlich egal. Wir können diese Sachen auch einfach kaufen. Kaufen! Dann. Ach, da steht was. Da steht immer. Lege Kilika und Bikanel zusammen. Mhm. Was ist denn?
Gegen wen müssen wir denn da kämpfen? Oh Mann, haben wir überhaupt ein Spezial? Ich feuer mal an. Sprung? Die Sprung. Nein! Wie hielt er, hält er das noch 200? Okay, das ist ja noch spannend. Hast du auf? Das zieht nur 100 ab. That's enough. What's with that guy? Kimari Ronso, of the Ronso tribe. He's learned the fiend's way of fighting. That's not what I meant. He's another Yuna's guardians. Huh? Sometimes we don't understand him either. Kimari doesn't talk much anyway. But he has protected me since I was a child. Yay, Nunabi. Ah, cool, wir haben es sogar bekommen. Ich glaube, es kann auch so ausgehen, dass ich es nicht bekomme. Ne? Aber ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Erstmal weiterlaufen. Und entspannen. Wir laufen hier weiter. A flyer. That's your department, right? True, but why don't we let our summoner show us what she's made of? Über das Auswechseln. Während des Kampfes können mit L1 Charaktere, die nicht beteiligt sind, beliebig eingewechselt werden, ohne dass eine zeitliche Verzögerung eintritt. Your first real battle. Let's see some style. Show us what your training has taught you, Yuna. Okay. Die Beschwörung. Yuna kann während des Kampfes mit dem Befehl Beschwören Bestie hervorrufen. Dieser Befehl steht nur Yuna zur Verfügung und kann im Kampf jederzeit benutzt werden. Bestie verlieren HP, wenn sie im Kampf verwundet werden. Wenn die HP auf 0 fallen, verschwinden sie und sind danach für eine gewisse Zeit nicht verfügbar. Die HP der Bestie werden an Speichersteroiden geheilt. Dann wollen wir mal Jojo beschwören. Hat hier mir gerade eine gebatzt? Das sah so aus, ne? So, wir wollen uns erstmal ein bisschen mehr. Wir verschaffen uns erstmal ein bisschen mehr Zeit. Und bei jedem Angriff, den wir ausführen, so wie auch das der Feind ausführt, kriegen wir, also fühlt sich unsere Ekstase-Leiste. Jetzt machen wir nur noch 100. Jetzt werde ich endlich mal angreifen. Das Biest hat noch 1000. Jojo, mach! Auf damit! So, nochmal Schallschwinge. Letztendlich ist es egal. Ich meine, dann mache ich jetzt. Ich glaube, dann mache ich mit 200. Ne? Ja, knapp. Knapp 200. Also, ja gut, so knapp 300 machen wir dann mal Schaden.
Und das reicht ja auch, ich glaube, wer so mag, wird das jetzt noch nicht ins Gewicht fallen. Hörst du auf? Ich glaube, wir können gleich sogar unseren Strahl einmal einsetzen, dann nehmen wir den nicht auf. Genau, jetzt können wir unseren Solaris-Strahl einsetzen. Vorher hatten wir nur den Laserstrahl. Und das ist jetzt die verbesserte Variante dadurch, den wollen wir uns mal angucken. Na los, Jojo, zeig es uns allen. Und schon ist das gefühlte Dingen nicht mehr da. Und es gibt kaum AP. Ein Ring der Finsternis haben wir bekommen. Gucken wir uns gleich mal an. Ich glaube, das dürfte sogar für Lulu sein, glaube ich sogar. Nee. Nee, dann sogar für Yuna. Blendschutz, super. Ziehen wir gleich mal an. Ist natürlich ein bisschen besser als so ein nichtiger Schutz, der gar nichts macht. Laufen. Einfach weiter. In die Natur. Another one of those. No problem. Leave this one to me, huh? Say goodnight, Birdie. Meine Blind-Attacke auf. Kostet 5 MP. Und er sieht jetzt nichts mehr. Ich möchte gerne mit Lulu auch fix einmal was machen, egal was. Weil jeder, der an diesen Kämpfen teilnimmt, kriegt auch die Action Points. AP. Ich darf auch kurz mal einmal zuhauen. So, und dann holen wir auch gleich Tidus. Allerdings würde ich Lulu, glaube ich, drinnen lassen wollen. Weil die dann doch mehr Schaden macht als eine Yuna. Yuna dürfen wir aber nicht vernachlässigen. Ich sage auch nachher warum. Ach, ich glaube, der hier Jojo hat, glaube ich, Analyse drin, oder? Und nochmal einen Blindhieb, den können wir uns noch erlauben. Damit uns das Viech nicht, also dass es uns nicht trifft. Ach, jetzt würde ich das aber, glaube ich, so machen, dass ich wirklich die Kämpfe rausschneide. Wenn nicht irgendwas total Krasses kommt. Ich glaube, auf die Zeit lang wird es wirklich nervig, oder? Ich würde es erstmal so machen. Ab jetzt. Immer, wenn eins kommt. Weil ich glaube, das ist ansonsten zu langweilig. Außer ich erzähle gerade was. Dann lass es natürlich noch drin. Dum-dum. Aber weißt du? Aber leider kann man es manchmal einfach nicht beeinflussen und dann, naja. Denn wenn wir die Monster noch nie gesehen haben, dann würde ich das auch so machen, dass ich das dementsprechend drinnen lasse. Ganz klar. Aber da das ja nicht der Fall ist, immer jedes Mal hier auf diese. Was soll das denn? Aber wisst ihr was? Ich mache es jetzt einfach so. Ich lege mir hier auf Platz 1 eine unbenutzte Datei an.
Weil ansonsten fragt er mich jedes Mal und ich muss jedes Mal wieder wechseln. Das ist auch doof, ne? So. Hallo, ihr Kinder. Juna, bitte, vergiss mich nicht. Ach, Quatsch. Ich bin doch nicht Juna. Sozusagen. Mach's gut, bring mir was Feines mit. Ich wusste immer, dass dieser Tag einmal kommen würde. Reiset wohl, möge Jevon euch mit euch sein. Nehmet dies als Geschenk. Ein altes Stück, hallo? Halt. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Hallo. Oh Mann, ich wollte doch noch so viel sagen. Aber wenn ich mir Juna so sehe, fehlen mir einfach die Worte. Das wäre erst von da. Gib das bitte, Juna. Dankeschön. Oh. Phönixfeder. Gibst du mir noch was? Euch steht ein langer Weg bevor. Euer Glaube möge euch schützen. Unterstützen. Ich werde nicht weinen. Nein, niemals. Gib mir lieber was. Sie geht also wirklich. Ein Abschiedsgeschenk von uns allen im Dorf. Oh. Steht da noch jemand? Ich bin auch brav, ich versprich's. Hier, nimm das bitte mit. Papi meinte zum Abschied. Ein Allheilmittel, danke. Sag mal, wohin fahrt ihr mit dem Schifflein? Weit weg. Natürlich, ne? Die wissen natürlich schon, was mit einem Medium passiert, was die große Reise antritt. Was wir alle, also ich weiß es, aber wer das jetzt mal guckt, der noch nicht. Goodbye.